Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Format auf diesem Kanal mit dem Namen Dragon Ball Diskussion. Das heutige Thema, die 5 Minuten von Namek, logisch oder unlogisch. Und wenn euch das neue Format gefällt, würde ich mich natürlich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen. Ach ja, die 5 Minuten von Namek, die 5 berühmtesten Minuten der ganzen Welt. Ich glaube, jeder auf dieser Welt, okay, vielleicht nicht jeder auf dieser Welt, kennt diese 5 berühmten 5 Minuten. Selbst der Schöpfer von Dragon Ball, Akira Toriyama, macht sich schon lustig über diese 5 Minuten. Oder was glaubt ihr, warum bei einer 20-minütigen Dragon Ball Super Folge nur eine Minute aktuell immer nur vergeht? Und da kommen wir auch schon zum allerersten Punkt, Dragon Ball Super. Das beste Beispiel war Folge 127. Die kämpfen die ganze Folge und nebenbei erzählt der Gott der Zerstörung Wermut noch die komplette Vergangenheit von Jiren. Ich meine, er erzählt die komplette Vergangenheit von Jiren und trotzdem ist nur eine lächerliche Minute vergangen. Klar, die sind in einer anderen Dimension, aber trotzdem vergeht da ganz normal die Zeit. Man könnte jetzt meinen, weil sie sich so schnell bewegen, vergeht auch ganz wenig Zeit. Und Folge 128, wo Vegeta völlig am Ende war, da hat er sich nicht mehr schnell bewegt. Wenn man jetzt wirklich nur durch das reine Kämpfen ausgeht, wären die 5 Minuten sogar teils logisch, weil sie sich halt unglaublich schnell bewegen. Man hat ja gesehen, wie schnell Freezer in seiner vierten Form damals auf Namek war. Und allein in Dragon Ball Classic waren die schon damals unglaublich schnell. Bestimmt erinnern sich noch alle an den Kampf zwischen Muten Roshi und Krillin, der allererste von ihnen. Okay, ich glaube, es gibt auch nur einen von den beiden. Da haben die in einem Augenblick wortwörtlich 1000 Dinge gemacht. Sich gegenseitig dumme Grimassen gemacht, nebenbei noch Papierstein-Schere gespielt und. Und im Vergleich zu Freezer sind das die reinsten Schnecken. Und dabei sind die da schon schneller, als jeder Mensch überhaupt wehren könnte. Wie gesagt, wenn man wirklich von das reine Kämpfen ausgeht, wären die 5 Minuten sogar irgendwie schon logisch. Aber da kommen wir auch zum anderen Punkt. Die beiden reden ja auch ganz schön viel. Aber wenn man nach der Geschichtsstunde von Wermut geht, dann irgendwie, naja. Man kann ja hierbei auch den Dragon Ball Super Manga als Beispiel nehmen. Das Kapitel, wo die Götter der Zerstörung alle gegeneinander gekämpft haben. Da waren die Götter der Zerstörung so schnell, dass Zeno einfach nichts gesehen hat. Und da kommen wir auch wieder zu einem Punkt, dass wir halt was sehen. Wir als Zuschauer, weil es wäre ja irgendwie komisch, wenn wir nur ein Standbild sehen würden. Dann könnte es ja genauso gut eine Natursendung oder sowas in der Art sein. Freezer ist ja auch irgendwie ein hinterlistiger Kerl. Vielleicht hat er ja auch einfach nur mit den 5 Minuten gelogen. Vielleicht waren es ja keine 5 Minuten, sondern 500 Sekunden. Das wären etwas über 8 Minuten, also 3 Minuten mehr als gedacht. Oder vielleicht waren es nicht 5 Minuten, vielleicht hat er eine 0 vergessen und eigentlich 50 Minuten gemeint. Ja, bei Freezer, den alten Schlitzohr, ist irgendwie alles möglich. Aber kommen wir doch zum Fazit, Leute. Wenn man, wie gesagt, durch das reine Kämpfen ausgeht, wären die 5 Minuten schon irgendwie logisch. So gesehen werden die Bewegungen von Freezer und Son Goku für uns natürlich langsamer abgespielt. Eine Szene, die bei uns vielleicht 5 Minuten, so ist doch 5 Minuten, ist vielleicht bei denen gerade mal 5 Sekunden, da die beide sich mit unglaublicher Geschwindigkeit bewegen. Natürlich bewegen sie sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit, das ist selbst für die beide noch unmöglich, aber trotzdem unglaublich schnell. Aber dann ist halt der Knackpunkt das ganze Reden. Und dies macht es halt wieder irgendwie etwas zunichte. Darum sind die 5 Stunden, ich meine natürlich 5 Minuten, 50% logisch und 50% unlogisch. Aber wie steht ihr zu den 5 Minuten von Namek? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und wenn ihr noch weitere Diskussionen habt, worüber man so reden kann, dann schreibt dies auch in die Kommentare rein. Und wie schon am Anfang gesagt, würde ich mich hier sehr über ein Däumchen nach oben freuen und ich wünsche euch noch einen schönen weiteren Tag. Bye!